Test, danke. Schönen guten Nachmittag. Ich muss ein kleines bisschen auf die Tube drücken, habe ich gehört, weil wir ansonsten etwas knapp in der Zeit sind. Die Frage, wer soll uns eigentlich regulieren, klingt erstmal so ein bisschen abstrakt. Macht so ein bisschen den Eindruck davon, so, reden wir jetzt hier über so Monopolkommissionen oder über, ja, weiß ich nicht, was haben wir noch so zu regulieren. Und deswegen möchte ich ein bisschen konkreter anfangen. Früher war ein Markt, der, also ein physischer Markt, so auf dem Rathausplatz oder auf dem Kirchmarkt, der gut war, zeichnete sich dadurch aus, dass er ordentlich reguliert war. Was hat so ein Fürst da getan? Der hat sich darum gekümmert, dass es Maße und Gewichte gab, die stimmten. Also dass nicht ein Scheffel Korn zum Beispiel oder ein Scheffel Mehl zu klein war, dass nicht ein Gewicht zu leicht war oder zu schwer war, je nachdem, was man gekauft oder verkauft hat. Er hat sich darum gekümmert, dass die Münzen in Ordnung waren, also dass halt irgendwie es jemanden gab, der irgendwie da über den Markt lief und guckte, ob da nicht angeknabberte oder gefälschte Münzen unterwegs waren. Und wenn ihm das gelang, dann gab es einen guten Markt. Also dann war der Markt meistens fair so, die Leute hatten Transparenz, das heißt, wenn sie irgendwie einen Pfund Mehl gekauft haben, haben sie auch einen Pfund Mehl bekommen. Es gab so einigermaßen Chancengleichheit, also niemand konnte irgendwie alle Stände auf dem Markt sich unter den Nagel reißen und dadurch andere daran hindern, auf diesem Markt tätig zu werden. Es gab eben also auch keine Monopolsituation. Um das zu erreichen, musste man manchmal auch zu ein bisschen härteren Mitteln greifen. Das heißt, man musste auch durchsetzen, wie diese Regeln in der Praxis angewendet wurden. Und heutzutage hört man ja immer wieder gerne, ja, also im Internet so mit diesen Google und Co., da brauchen wir eigentlich gar keine irgendwie geartete Regulierung oder so oder Sanktionen oder da soll sich doch mal zum Beispiel die EU-Kommission am besten mal raushalten, weil die können es doch sowieso nicht, was stimmt. Aber es sei ja sowieso alles toll, weil wenn zum Beispiel Google anfängt uns zu verarschen, dann können wir ja woanders hingehen. Ja, dann können wir doch irgendwelche anderen Services benutzen. Dann können wir irgendjemand anders unser Geld, unsere Zeit, unsere Werbeklicks geben. Und wie sich nun aber rausstellt, ist das leider eine Illusion. Wir haben in der Regel kaum noch Alternativen. Da kommen wir gleich noch im Detail dazu. Aber auch historisch hat diese Argumentation in der Regel nicht funktioniert. Also wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, dann gibt es genau dieses Argument, also Monopole können eigentlich nicht entstehen, weil wir haben ja Konkurrenz auf diesem Markt. Dieses Argument gibt es immer wieder. Und in der Praxis hat es eigentlich fast nie funktioniert, außer so in ganz kurzen Zeitfenstern, wenn zum Beispiel neue Technologieentwicklungen mal den Markt wieder aufgebrochen haben und plötzlich alle mit einigermaßen gleichen Chancen dabei waren. De facto ist es so, dass in den allermeisten Zeiten seit, sagen wir mal, Beginn der technologischen Neuzeit, also nehmen wir mal arbiträr an, irgendwie seit irgendwie sowas wie 1850, haben wir immer wieder Situationen, wo es große Oligopole gibt, wo also, oder gar Monopole, also wo einige wenige Firmen sich den gesamten Markt aufteilen, dann anfangen darin, die Preise klarzumachen, die Regeln zu bestimmen, die technischen Standards zu setzen, den Staat in die Bedrohung zu bringen, wenn er halt irgendwie dann doch mal irgendwie irgendwas tun will und versuchen, den Nutzer möglichst lange und möglichst heftig an sich zu binden. So die Situation haben wir jetzt auch wieder. Wer mal versucht hat, irgendwie sein iPhone wegzuschmeißen und irgendwie auf ein anderes System umzusteigen, wird wissen, wovon ich rede. Oder wer mal versucht, irgendwie andere Suchmaschinen als Google zu benutzen, geht so einigermaßen, aber so richtig geil ist es trotzdem nicht. Das heißt, wir haben diesen Login. Die Situation heute wurde sehr schön illustriert von einer Grafik beim Connectivist. Was wir haben da oben, 2007, ist der Traffic zu den größten Seiten im Netz. Also wir sehen 2007 ziemlich verteilt, es gibt so ein paar, die ein bisschen größer sind. So 2009 sehen wir schon, kristallisieren sich so langsam die großen Champions heraus. Also wir haben Google, wir haben Amazon, Microsoft, Facebook und Yahoo, die den meisten Traffic
abbekommen, und zwar nicht in puncto Datenvolumen, sondern was Klicks angeht. 2013, also voriges Jahr, ist die Situation im Vergleich zu 2007 eine völlig andere. Wir haben ganz klar eine Oligopolsituation, das heißt, wir haben einige wenige große Player, die im Wesentlichen die Aufmerksamkeit und die Zeit, die Menschen dort verbringen und die Informationen, die sie dort hinterlassen, monopolisieren bzw. oligopolisieren. Und wir tun aber immer noch so, tatsächlich in unseren Argumentationen heute, wenn es zum Beispiel darum geht, müsste man eigentlich mal was gegen Google tun oder müsste man große Informationsmonopole möglicherweise mal aufsplitten. Wir tun immer noch so, als wäre immer noch 2007. Ne, als wäre immer noch alles schön. Als könnten wir immer noch behaupten, ja, das Internet ist groß und weit. Es gibt eigentlich keine großen Firmen, die irgendwie den ganzen Laden beherrschen. Und jeder kann doch irgendwie seine Webseite aufmachen. Natürlich kann jeder seine Webseite aufmachen. Nur kann er mithalten mit den großen Firmen? De facto nicht. Dazu kommt gerade in den Mobilsystemen, also de facto haben wir nur zwei, die irgendwie halbwegs zählen, nämlich iOS und Android, eine Metamarktbeherrschung dadurch, dass die entsprechenden Anbieter, also Apple und Google, halt eine Ökosystemstrategie fahren. Das heißt, sie sagen halt nicht, wir wollen alles machen, aber wir wollen die Regeln für unseren Markt setzen. Wer sich mal anfängt, die Regeln für App-Stores genauer anzugucken und wie die durchgesetzt werden, das hat nichts mit einem fairen, transparenten Markt zu tun. Das ist reine Willkür. Das ist halt also, da werden Regeln gesetzt, die irgendwie begründet werden, meistens aber im Wesentlichen damit zu tun haben, dass die Firma A entweder Angst vor PR-Schaden hat und deswegen keine Porno-Apps zulässt oder B verhindern will, dass in einigen Bereichen, wo sie halt noch aktiv ist, selber in App-Märkten, ihnen Gewinnchancen minimiert werden. So, das ist zum Beispiel der Grund, warum es halt irgendwie keine ordentlichen Adblocker gibt für Mobilbrowser. Ja, ganz einfach, die verdienen damit Geld. Das Problem dabei ist natürlich, dass, wie wir mittlerweile gelernt haben über die Geschichte des Internets, Technologie ein Strukturverstärker ist. Das heißt, wir haben den Trend, dass große Entitäten immer größer werden. Wozu braucht man zum Beispiel zwei Ebays? Gibt es keinen vernünftigen Grund für. Wofür bräuchte man mehr als einen Online-Händler eigentlich, wenn der eine Online-Händler, nämlich Amazon, perfekt funktioniert? Gibt es eigentlich auch keinen Grund für. Wofür bräuchte man mehr Suchmaschinen? Wofür braucht man mehr als einen Baseband-Hersteller? Und genau in diese Situation kommen wir gerade, weil wir mittlerweile daher sind, dass Kapital das einzig relevante Produktionsmittel ist. Das heißt, das Geld zu haben, um dafür zu bezahlen, dass Menschen für einen denken. Und das Geld dafür zu haben, dass Maschinen und Menschen für einen arbeiten, ist das einzig relevante Produktionsmittel. Und je stärker man es schafft, dieses Produktionsmittel zu konzentrieren, desto größer wird der Vorsprung, den man hat. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, die Situation bei Ingenieuren im Silicon Valley, da ist es so, dass die großen Unternehmen mittlerweile so viel mehr zahlen für gute Leute, gute Softwareentwickler und so weiter, dass kleine Startups einfach nicht mehr in der Lage sind, überhaupt so viel Geld aufzunehmen, um mit in diesem Konkurrenzwettlauf mitzuhalten, sondern gut, man hofft dann halt, dass das kleine Startup irgendwann mal groß wird und verspricht den Leuten Aktien. Nur wer schon mal für Aktien gearbeitet hat, also für Optionen gearbeitet hat, der wird wissen, dass es so ist, als würde man für Lottoscheine arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Leute Spaß daran haben, in Lottoschein bezahlt zu werden. Daraus resultiert, dass wer einmal einen Technologievorsprung hat, heute, wird den aller Wahrscheinlichkeit nach beibehalten und auf andere Gebiete ausweiten können. Wenn wir uns angucken, in welchen Gebieten Google mittlerweile unterwegs ist, die, wenn man mal überlegt, dass sie eigentlich eine Werbeverkaufsmaschine sind, die obendrauf noch eine Suchmaschine betreibt, ist ziemlich abgefahren. Die bauen selbstfahrende Autos und machen damit so Leuten wie BMW Konkurrenz. Und wisst ihr warum? Damit die Leute mehr Zeit haben, im Internet zu klicken. Weil jede Stunde, die ein User mehr im Internet klickt, ist mehr Gewinn für Google, weil Google da de facto das Monopol hat, insbesondere was Suchen und Werben angeht. Was wir da haben, ist also so eine Art Zinseszinseffekt. Das heißt also, wie mein Papa immer sagte, so der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und genau diesen Effekt sehen wir bei der Technologieentwicklung. Und was haben wir da demnächst? So, demnächst haben wir
künstliche Intelligenzen mit mehr oder minder großen Anführungszeichen, die unsere Lebensbegleiter sein werden. Die wohnen in unserem Telefon. Die sind dann unser Mentor, die können uns erklären, wer dieses Gesicht, was da gerade vor uns steht, ist, wo wir uns nicht mehr so richtig dran erinnern können, wer das denn eigentlich sein sollte. Und wir sind von denen wahrscheinlich über kurz oder lang ziemlich abhängig. Und die Technologie dafür zu entwickeln, dafür reicht so ein bisschen Startup-Kohle in der Regel nicht. So, es reicht vielleicht, um ein paar intelligente Algorithmen zu entwickeln, mit denen man sowas tun kann, aber nicht, um einen full-blown Service zu haben, wie zum Beispiel Siri oder Google Now es in wenigen Jahren sein werden. Und da kommen wir dann schon zum ersten Problem. Wir haben die Fähigkeit verloren, uns zu einigen. Wir sind nicht mehr in der Lage, zu irgendwelchen Schlüssen zu kommen als Gesellschaft, wo wir uns darauf einigen können, ob irgendwas gut oder schlecht ist oder wie man es verwenden sollte oder es nicht verwenden sollte. Wir können eigentlich, wenn wir uns so die Internetkommunikation angucken, nur noch zwei Dinge. Wir können entweder Sachen bashen oder wir können sie hypen. Wir können sie ganz toll finden oder richtig scheiße. Dazwischen haben wir eigentlich nichts. Und diese kaputte Diskurskultur macht Sachen extrem schwierig. Ja, also wir haben, was ihr da auf der rechten Seite seht, ist eine sehr schöne Illustration, was man so mit Fakten anfangen kann. Ne? Ich werde es mal nicht auflösen, ihr könnt es selber herausfinden, was an dieser Grafik seltsam ist. Die Fragen, vor denen wir heute stehen als Gesellschaft, also was Technologie angeht, die sozialen Folgen von Technologie, was Unternehmensmonopole angeht, die Fragen, ob wir noch in der Lage sind, Gesellschaft aktiv zu gestalten, darüber können wir uns momentan schwer verständigen. Ja, also wir haben eher die Situation, also in den USA noch stärker als in Deutschland, dass so Meinungen und Grundüberzeugungen viel wichtiger sind als Fakten oder Wissenschaft oder sowas. Also tatsächlich Dinge, die jetzt nicht nur sich in wer schreit am lautesten oder wer versammelt die meisten Follower hinter sich zu messen sind. Und dahinter stehen natürlich harte Interessen. Also wir haben eine Gesellschaft, die immer stärker aufgespalten ist, entlang von Wohlstandslinien, entlang von Demografie, was möglicherweise auch miteinander zu tun hat, je nach der Gesellschaft. Das heißt also, die älteren Leute haben natürlich ein Interesse daran, den Status quo aufrechtzuerhalten, die jüngeren Leute nicht so sehr. Wir haben Regionalismus, das heißt also, Regionen spalten sich ab oder wollen Autonomie haben, Nord gegen Süd, Ost gegen West. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr richtig debattieren. Nun würde man sagen, okay, wir haben ja eigentlich dann einen Mechanismus, nämlich die politischen Parteien, die sollten das doch eigentlich verhandeln. Typischerweise, wenn man jetzt so der normalen Demokratietheorie folgt, heißt es also, wenn halt irgendwie neue Bedürfnisse auftauchen in der Gesellschaft, wie zum Beispiel damals der Umweltschutz, sollte es neue Parteien geben, so wie damals zum Beispiel die Grünen. So, nun gucken wir uns an, was passiert ist. Wir haben irgendwie zwei neue Parteien. Die einen sind die Piraten, wo die Taz mittlerweile fragt, irgendwie, wie lange dauert es denn eigentlich noch, bis die sich endlich aufgelöst haben. Und das andere ist die AfD, die halt im Wesentlichen aus dem, man wird doch wohl noch mal sagen dürfen, Leuten besteht, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das heißt, wir haben de facto die beiden Grundströmungen, die neu wären, also wo man jetzt sagen würde, okay, da brauchst du eine politische Partei, um die zu vertreten, nämlich zum einen Leute, die Angst vor Leuten aus dem Ausland haben und die zu alt sind, um zu verstehen, dass gesellschaftliche Veränderung notwendig ist. Die landen in der AfD und schlagen sich da die Köpfe ein. Die anderen, die verstehen, dass man gesellschaftliche Veränderungen braucht und dass das Internet möglicherweise Dinge verändert und wir möglicherweise auch neue Ansätze an Politik brauchen, die zerklopfen sich in den Piraten. So. Möglicherweise liegt es auch am Internet. Kann gut sein. Weiß ich noch nicht genau. Aber Fakt ist, die alten Mechanismen der Meinungsbildung und Meinungsfindung sind kaputt. So, ein Teil davon hat sicherlich mit dem Lobbyismus zu tun. Ich habe gerade mal die Statistiken nachgeguckt. Im April waren 4.294 Lobbyisten alleine beim EU-Parlament registriert. Da muss man sich mal vorstellen. Riesige Menge. Und wenn man sich so Leute, die in Europa unterwegs sind, anhört, dann sagen die so, die könnten eigentlich, wenn sie sich viermal klonen würden, könnten sie immer noch den gesamten Tag nur in Mittagessen mit Lobbyisten verbringen. So viele Anfragen haben die. Das heißt, die werden die ganze Zeit zu bombardiert damit. Und
Lobbyismus ist nicht nur, dass da Leute Geld und Jobs für nach dem Politikbetrieb anbieten, sondern die bieten halt eben auch intellektuelle Bandbreite an. Das heißt, die sagen, okay, wir haben da noch einen Vorschlag, wir haben da eine gut ausgearbeitete Vorlage, wir haben hier eine Studie, wir haben uns das schon mal angeguckt und so weiter. Das heißt also, der Politikbetrieb an sich wird immer mehr dominiert von diesen Lobbying-Mechanismen. Und jetzt haben wir die Situation, die existierende Politik ist eigentlich festgefahren. Neue Politik kommt nicht mehr wirklich rein, weil neue Parteien entstehen nicht mehr so richtig. Was tun wir? Dazu haben wir noch das Problem, immer wenn der Staat Technologie anfasst, also wenn der Staat versucht, Technologie zu regulieren, das geht schief. Also gucken wir uns so grandiose Dinge wie die E-Mail zum Beispiel an, wo der Staat versprochen hat, wir machen jetzt mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und dann war es halt irgendwie nur User-zu-Server und Server-zu-User-Verschlüsselung, damit man in der Mitte noch irgendwie Platz für den BND hat, der da noch mit reingucken möchte. So sieht staatliche Technologieregulierung derzeit immer aus. Es gibt also nicht wirklich Hoffnung darauf, dass sich das großartig ändert. Und dieses Problem mit dem Primat der Sicherheit und diese Ideologie des Heuhaufens, also dieses, wir müssen einen möglichst großen Heuhaufen bauen, damit wir die terroristische Stecknadel in diesem Heuhaufen finden. Dass das nicht weggeht, ist eines der Grundprobleme, weswegen meine These ist, dass der Staat auch nicht geeignet ist, für eine faire Regulierung an Technologiemärkten zu sorgen. Dann gibt es noch diesen sogenannten schönen Multi-Stakeholder-Approach. Da haben wir die Stakeholder und ihr Stake, die versuchen, in einem angeblich fairen Prozess Regeln zu finden. Das ist gerade das, was im Internet stattfindet, also im Bereich Internetregulierung, irgendwie Freiheit der Meinungsäußerung. So eines der Probleme, was wir dabei haben, ist, dass Technologie und Netz inhärent immer den Konflikt zwischen Freiheit der Meinungsäußerung und Businessfreiheit heraufbeschwören und immer der Versuch da ist zu sagen, okay, du darfst mir jetzt hier nicht verbieten, was ich hier tue, zum Geld verdienen, weil dann würdest du meine Meinungsäußerung einschränken. Und daraus resultiert halt dieser Ansatz, also im Kern kommt es aus diesem amerikanischen Firmen sind Personen Ansatz und man sagt halt irgendwie, naja, also eigentlich müssen diese Unternehmen noch tun und lassen können, was sie wollen, wie jetzt zum Beispiel Google, denen bescheinigt wurde, sie nach amerikanischem Partikularrecht, dass sie tun und lassen können, was sie wollen mit ihrer Suchmaschine, also Sachen weiter oben oder weiter unten einranken, weil es eigentlich freie Meinungsäußerung ist, ob sie das tun oder nicht. Und bei diesem Multi-Stakeholder-Approach sieht man immer wieder solche Sachen. Also zum Beispiel ist übernächste Woche oder so das Stockholm Internet Forum, da wird es genauso sein. Da sind dann 3 Millionen NGOs eingeladen und halt die Unternehmen und die Leute von der staatlichen Seite und dann soll man versuchen, daraus irgendeine Art von Dokument zu formen, wie halt jetzt irgendwie so ein, die Regeln fürs Internet aussehen können. Und was dabei rauskommt, ist in der Regel ein Dokument, was irgendwie die Interessen der Stärkeren reflektiert. Die haben nämlich mehr Zeit, mehr Geduld, mehr Ressourcen und sind in der Lage, mit diesen Prozessen langfristig zu arbeiten. Und jetzt kann man sagen, okay, dann lass uns doch mal als NGOs auch sowas aufbauen. Also lass uns doch mal in diese Mechanismen hineinbewegen, lass uns doch mal Organisationen schaffen, die bei diesem Spiel mitspielen können und auch so ein schöner Löwe an diesem Zebra werden können. In der Praxis funktioniert das aber leider nicht. Also in der Praxis ist es so, dass die Energie, die man da reinsteckt und die Arbeit, die man da reinsteckt, dadurch negiert wird, dass die Dokumente, die hinten rauskommen, sowieso nichts bewirken. Also schon sehr einfach. Ja, die Frage ist, was tun wir jetzt eigentlich? Also was haben wir an möglichen Alternativen? Und ich möchte zwei Dinge vorschlagen zum drüber nachdenken. Also ich habe keine finalen Lösungen, keine Patentrezepte, sondern nur Vorschläge zum drüber nachdenken. Zum einen gibt es tatsächlich funktionsfähige Strukturen. Also wie zum Beispiel das RIPE. Das RIPE ist die Organisation, die in Europa die IP-Adressen verteilt. Und die spezialisieren sich auf ein sehr schmales Feld von Technologieregulierung. Also die kümmern sich nur darum, dafür zu sorgen, dass wir alle genug IP-Adressen haben. Und wir wissen, IPv4-Adressen sind am Ende, IPv6-Adressen werden eingeführt, wie passiert es, was sind irgendwie die Regeln und Mechanismen dafür und so weiter. Und die haben eine demokratische Struktur, die aus den Leuten besteht, die Ahnung von dem Thema haben und davon betroffen sind und die so aufgebaut ist, dass
kein Großunternehmen darin die Entscheidung majorisieren kann. Weil jeder Internetprovider da drin hat, der daran teilnimmt, ich versimplifiziere ein bisschen, hat eine Stimme, egal ob er die Telekom ist oder, keine Ahnung, SO36.net oder so, also ein Kleinprovider. Ich denke, dass wir mehr davon brauchen, also dass wir mehr solche Ansätze brauchen, bei denen sagen wir mal, demokratische Strukturen solche Prozesse, solche Probleme regulieren, die nicht der Staat sind und die nicht Unternehmen sind. Eine andere Option dazu sind Genossenschaften. Also gerade im Bereich Infrastruktur, und zur Infrastruktur zähle ich im Übrigen auch Software, Suchmaschinen, Cloud-Services und so weiter. Da können wir durchaus mithilfe dieses alten Instruments der Genossenschaft dahin kommen, dass wir Strukturen aufbauen, die nicht profitorientiert sind, sondern deren einziger Zweck ist, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel unser Internet funktioniert und dass eine Suchmaschine da ist, dass wir unsere E-Mail haben, ohne dass da jemand von profitiert, ohne dass da jemand unsere Daten rauslöscht und ohne dass es am Ende wieder der Staat ist, der irgendwie den Zugriff auf diese Daten hat. Und wenn man den Gedanken ein Stück weiter denkt, dass wir sozusagen Organisationen wollen, die nicht der Staat und nicht Großunternehmen sind und die demokratisch kontrolliert sind, dann stellt man fest, wir hatten sowas eigentlich schon mal. Also wir haben sozusagen eigentlich schon ein Template dafür. Es ist nur leider ein bisschen verkommen. Und das sind die sogenannten öffentlich-rechtlichen Organisationen. Das heißt Organisationen, die nicht der Staat sind, die nicht Unternehmen sind, also die nicht profitorientiert sind, die unter unserer demokratischen Kontrolle sind. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind leider ein bisschen verkommen. Da gibt es halt diese Rundfunkräte, die halt irgendwie nach dem Multi-Stakeholder-Approach besetzt werden, auch wenn man es damals noch nicht so nannte, und die halt in Pensionsverpflichtungen ersaufen und halt keine Möglichkeit haben, sich da rauszuholen, weil es eben keine breite demokratische Repräsentanz gibt. Aber die Grundidee ist gut. Die Grundidee zu sagen, eine Organisation, die von uns allen finanziert wird, die von uns allen getragen wird, und davon ein Template zu schaffen, das sich auf die verschiedenen Aufgaben, die wir haben, sowohl Infrastruktur schaffen als auch Regulierung anwenden lässt. So, und die, wenn es dann einmal funktioniert, und das wird Experimente brauchen, also wir werden es einfach mal ausprobieren müssen, und da ist dann leider wieder der Staat gefordert, sowas zuzulassen und sowas zu fördern, dann kann man dieses Template natürlich verwenden auf viele andere Aufgaben. Man kann es abwandeln, man kann die Anzahl der Leute, die da mitspielen, variieren, die Regeln, unter denen die Demokratie stattfindet, variieren. Aber der Kern, kein Unternehmen und nicht der Staat mit seinem Sicherheitswahn, ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei. Und das ist eigentlich der Zweck dieses Talks, euch mal ein bisschen dazu anzuregen, darüber nachzudenken, wie so eine Organisation aussehen könnte, wie Demokratieregeln für sowas aussehen könnten und wie wir da hinkommen. Und damit bin ich auch schon fertig. Vielen Dank.